Meine Lieben, hier heraus im Garten ist ein wunderschöner Platz, auch mal zum Zeitung lesen. Und wenn dann in der Zeitung in diesen Tagen auch noch etwas Schönes mal steht, dann tut es gut. Heute hat es mich sehr gefreut in der Wochenendausgabe. Die Babys kommen trotz Corona. Und da wird erzählt von der Christina und von Manuel, die ich beide kenne und die jetzt zu ihrem Großen, dem Johannes, noch einen kleinen Xaver dazu bekommen haben. Ein Foto von der glücklichen Familie schmückt hier die Zeitung. Und darin erzählen sie, wie in diesen schwierigen Tagen sie noch einmal Eltern geworden sind. Es war ganz anders, im Krankenhaus waren große Sicherheitsbestimmungen, nur der Vater durfte rein. Es war alles schwierig, die Geburt und auch die Zeit danach. Es war alles ganz anders, als man sonst so feiert, wenn ein Kind kommt. Normalerweise gibt es hier in der Gegend, gleich nach der Geburt, wenn die Mama noch im Krankenhaus ist, das Kindlbier daheim, wo die Freunde zum Vater kommen, gratulieren und feiern. Es kommen dann in den Tagen, wenn das Baby mit der Mama daheim ist, die Verwandten und die Freunde und die Nachbarn zum Weisert, bringen ein kleines Geschenk, bestaunen das Kind, freuen sich über das neue Leben. Alles das kann da jetzt nicht sein. Ich habe auch mit der Oma, der Inge, telefoniert. Und sie hat auch gesagt, es ist schon schwer, wenn jetzt nicht einmal sie, Oma und Opa, zum Kleinen und zur Familie dürfen in diesen schwierigen Zeiten. Das tut sehr, sehr weh. Aber umgekehrt, als wir so geredet haben, es ist auch ein unglaubliches Hoffnungszeichen. In einer Welt, wo momentan so viel von Krise und Krankheit und Tod die Rede ist, ich glaube, da zeigt uns der liebe Gott selber mit jedem Kind, das geboren wird, dass es weitergeht. Ostern mitten im Leben. Fast so wie im Evangelium dieses Sonntages. Da sind die Jünger ja auch noch deprimiert, wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und der Petrus sagt, ach, gehen wir fischen. Möglichst einfach irgendwie den Alltag bewältigen. Und dann fangen sie nicht einmal etwas und sind enttäuscht. Und da begegnet ihnen mitten in der Enttäuschung eines Lebens ohne Perspektive der Auferstandene. Erst kennen sie ihn noch gar nicht, doch plötzlich geht es ihnen auf. Er, der Leben verspricht, der Zukunft verspricht, auch wenn es noch so dunkel ist, er ist da. Und ich glaube, dieses Versprechen macht er auch uns. Mit dem kleinen Xaver, der hier geboren wurde, aber auch mit jedem Kind, das uns in diesen Tagen geschenkt wird. Ein Zeichen des Lebens, Ostern, gerade auch jetzt, mitten in dieser Zeit der Krise.